Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immortals Phoenix Rising. So Leute, auf der PS5 geht es weiter und zwar mit der nächsten Quest. Und zwar Herapheus oder wie auch immer der Typ heißt. Ich habe schon mal markiert und bin hingelaufen. Und da haben wir seine Statue stehen. Der Typ mit dem Hammer, ich habe erst gedacht Thor, aber ist es nicht. So, Gott der Schmiede. Und Thor war Blitz oder was war Thor? Ich bin ja so voll raus, was Göttermythologie angeht. So, ich muss da jetzt ganz hoch kommen. Am Fuße der großen Statue stand ein Amboss. Für sich betrachtet war er nicht schön, aber er war die Grundlage, auf der Schönes geschaffen wird. Okay. Stimmt, da ist ein Riesenamboss, das stimmt. Tor Gottes Donners, ja, sag ich doch, Blitz und so. Ist doch das gleiche, Mensch. Warum seid ihr jetzt so penibel auf einmal? Außerdem nordisch, nicht griechisch. Noch penibler. So, jetzt müssen wir irgendwie da hoch. Aber auf dem Amboss sind wir schon mal. Und da war Hephaistos Zange, welche er tief hineinstieß. In sengendes Feuer das Lachen. Und eiskaltes Wasser. Hineinstieß. Nur in solchen Extremen konnte er sein Werk perfektionieren. Was? Das ist alles. Alles, was bei ihm abgeht, weil, du weißt schon, so insgesamt, vom Aussehen her, weil er so... Bist du fertig? Ja. Yep. So, fast oben. Wo muss ich denn hin? Auf dem Hammer? Nach langem Klettern. Aber für mich gibt's nur Tor. Phoenix schließlich Hephaistos Hammer. Hammer gleich Tor. Entschuldigung, ich höre schon auf. Nach langem Klettern erreichte sie seinen Hammer. Ah ja. Ah, die Schmiedelande. Die vielen Werkstätten. Die kühnen Gipfel. Sind wir hier etwa auf einer Rundfahrt? Die uralten Schöpfungen waren Typhons endlosem Zerstörungswillen zum Opfer gefallen. Oh. Jemand lebte dort unten, arbeitete und war ziemlich gut gelaunt. Ganz sicher nicht Hephaistos. Dieser jämmerliche Feigling hat keinen Tag seines Lebens gelächelt. Hast du der Geschichte denn überhaupt nicht zugehört? Alles hat sich verändert. Sehr schön. So, letzte Karte auf dem Dingsbums aufgedeckt. Klar gibt es da noch Tore des Tartaros und hier oben Königsgipfel, aber so haben wir jetzt erstmal alle vier aufgedeckt und das ist auch der vierte Gott, den wir brauchen. Bin mal gespannt, was beim Königsgipfel noch gibt und Tartaros wird natürlich der Endboss sein. So, dann gucken wir doch mal. Und da unten wohnt jemand und da unten ist aber auch ein, ihr wisst schon, ein Ambrosia hieß das. Ambrosia-Dings. Das nehmen wir natürlich gleich mal mit. Fast. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 5. Wir brauchen aber 7. 7, um unser Leben wieder abzudaten. So, und da unten wohnt jemand. Das Gesicht braucht etwas Sonnenschein, Leute. Vielleicht ist das Gesicht aber gerne Kellerkind. Vielleicht hier einfach ein glückliches kleines Lächeln. Träumchen. Träumchen. Was machst du denn da? Nichts. Gar nichts. Also schon etwas. Eine Sache. Ich bin Phoenix. Wer... Was bist du? Unterhaltung. Mit mir.
Ganz ruhig. Wir sind darauf vorbereitet. Wer oder was sind wir? Wir sind, was wir tun. Ich künstlere, also bin ich eine Art Künstler. Logisch. Du magst diese Kunst, also bist du eine Mögerin. Ich bin Kriegerin. Oder die Schwester eines Kriegers. Ich bin beinahe Kriegerin. Jedenfalls will ich Typhon aufhalten. Das passt. Wie eine Mögerin siehst du eigentlich auch nicht aus. Nicht so ungut. Aber vielleicht ändert das deine Meinung. Eine Büchse? Was? Nein, das ist sehr typisch für meine letzte Periode. Unsigniert. Behalt es ruhig. Du musst mir nicht danken. Das kann ich nicht lesen. Du bist Bildhauer. Ich bin auf deine Statue geklettert. Du bist Hephaistos, richtig? Wie aufregend, dich persönlich zu treffen. Also nicht diese. In Ordnung. Völlig in Ordnung. Ich habe andere. Steckt sie wieder in ihre nicht vorhandene Tasche. Wir müssen deine Essenz finden, damit wir Typhon besiegen können. Weißt du, wo sie ist? Verwirrung oder Verzögerung? Bist du verzögert? Das ist einfach mein Gesicht. Wie kannst du in Zeiten wie diesen Künstlern? Weißt du nicht, was hier passiert? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Typhon. Alle wurden zu Stein verwandelt. Götter haben ihre Essenz verloren. Überall böse Monster. Ende der Welt. Kannst du dich an wirklich gar nichts erinnern? Wer braucht die Vergangenheit, wenn er die Zukunft formen kann? Es wäre einfacher, die Zukunft mit Händen zu formen. Typhon hat sie dir wohl gestohlen? Sie dir abgerissen? Dich endlos gefoltert? Klingelt da was? Du musst dich mit diesem Typhon mal hinsetzen. Darüber reden. Und nein, meine Hände hatten genug von der Kunst und sind weggekrabbelt. Ich würde ja sagen, wer braucht die schon? Aber eine Künstlerin ohne Hände ist wie eine von Typhon besessene Mögerin. Nutzlos. Weit können sie ja nicht sein. Und wer weiß, wenn ich sie zurückbringe, erinnerst du dich vielleicht. Spar dir die Begeisterung für meine Rückkehr auf. Ein Baum mit glücklichen kleinen Baumfreunden vielleicht? Haben Bäume Freunde? Haben Bäume Freunde, Leute? Das ist die Frage des heutigen Tages. Haben Bäume Freunde? Das möchte ich jetzt von euch im Chat wissen. Inklusive bitte einer Erklärung, warum das so ist oder warum es nicht so ist. Jetzt bin ich mal auf eure Antworten gespannt, ob Bäume Freunde haben. Jetzt müssen wir dem seine Tatschen wiederfinden, oder was? Na, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir seine Hände wiederfinden. Ja, gib mal her, die Pilze. Aber war er nicht Schmied und nicht Bildhauer? Also, da stimmt doch was nicht. Der hat seinen Beruf verfehlt. Verwechselt. Oh, hier die. Hier, Leute, die Figur fehlt mir bei Twitch noch in Blau. So, irgendwo da unten. Alice Bauer, die war den einen Tag sogar hier im Chat. Die Synchronsprecherin von Phoenix. Was ist denn jetzt? So, komm mal her hier. Husch. Gleich mal zwei getroffen. Den Gockel hier noch runterballern. Und den hier noch.
Devius hat alle beisammen. Mir fehlt einer und ich krieg den einfach nicht. Und ich habe echt schon 8 Stunden oder 9 Stunden zugeguckt bei jemandem. Also beziehungsweise nebenbei laufen lassen. Mensch, ich komm da nicht ran. So. So, auf die Frage hin, ob Bäume Freunde haben. Natürlich haben Bäume Freunde. Die Clique nennt sich Wald. rein theoretisch könnte es sein, könnten seine Wurzeln als Netzwerk fungieren. Das stimmt. Fährst du eigentlich zu Weihnachten zu den Eltern? Yep, fahr ich. 23. So, und jetzt, was muss ich jetzt hier machen? Da ist was. Wie handlich. Wie handlich. Ha! Versteht ihr, Leute? Wie handlich. So, und die andere ist da oben irgendwo. Sind quasi in dieselbe Richtung geklettert. Die Hände. Gekrochen. Haben sie, wenn Giraffen Akazienblätter fressen, dann warnt dieser Baum andere in der Nähe vor Fressfeinden. Deswegen fressen Giraffen gegen die Windrichtung. Was? Angriff! Reinig diese Welt von göttlichen Makeln! Wer stänkert denn jetzt hier schon wieder? Alter, wer bist du denn? Ah, das hier. Das hier habe ich auch schon. Das hier habe ich auch auf Twitch schon. Tag, Kumpel. Habt ihr gern geholfen. Brauchst dich nicht bedanken. Aber wieso habe ich ihm jetzt geholfen? Hier ist ja nicht mal was. Aber hier können wir hoch. Hier können wir hoch. Gogo Gadget. Irgendwas glitzert da. Ah. Irgendwas glitzert da. Bäume können kommunizieren, also wieso sollten sie keine Freunde haben? Vielleicht spricht ja jeder Baum eine andere Sprache. Man weiß es nicht. Ach, hier unten. Hey, hier war ich doch. Ach, und deswegen, hier unten ist die Hand. Guck, da. Hab mich schon gewundert, was da so wackelt. So, jetzt bringen wir ihm die Hände wieder, oder was? Damit er wieder Unsinn machen kann. Na gut. Bringen wir ihm halt seine Hände wieder. Direkt auf dem Pferd gelandet. Geil, wa? Was der alles kann. Ein angefressener Akazienbaum verströmt Warnstoffe. Andere Akazienbäume erkennen das und stellen ihre Dornen auf. Um das zu... Echt? Ist das wirklich so, Devius? Wie krass ist das denn? Das höre ich jetzt das erste Mal. Was, woher weißt du das? Hast du Giraffendoku geguckt oder was? Da warnt ein Baum einen anderen Baum, Alter. Was ist das denn? Das feiere ich ja schon wieder. So, Dude, ich hab deine Arme. Die sind sehr handlich. Du weißt ja, was man sagt. Für Farben muss man darben. Für Farben muss man darben? Was ist denn darben für ein Wort? Kenn ich nicht. Vergessliches Automatending. Künstlerei. Sag ich doch. Sieh mal, hier sind deine Hände. Fleißige Typhon besessene Mögerin. Du steckst voller Überraschungen. Halte still, während ich... Nein! Ah! Oh. Was war das? Keine Ahnung. Du erinnerst dich immer noch nicht? Nein. Nur
meine Sache. Ich habe dort gearbeitet. Perle der Sturmsee. Schmiedefeuer entflammt. Weises Kind überzeugt. Federleichter Verstand. Schmiedefeuer entflammt. Schmiedefeuer entflammt. Deine Schmiede ist Teil der Prophezeiung. Das muss die Antwort sein. Du musst dich erinnern. Die Schmiede, das leuchtende Segensding, das gerade aus deinen Händen kam. Du bist ein Gott. Wie nett von dir. Ich finde dich auch super. Nein, ein richtiger Gott. Zu Hause habe ich Dutzende Geschichten über dich erzählt. Mythen, Legenden, Götter, Monster. Das alles. Du bist Hephaistos, der Gott der Schmiede. Erinnerst du dich? Ich dachte immer, ich wäre ein Peter. Paul vielleicht. Das klappt so nicht. Wir müssen dein Gedächtnis wecken, um deine Essenz zu finden. Denk nach. Wie setzen wir die Schmiede in Gang? Lüftungsschächte führen 4 Kohleöfen Luft zu. Ein Netzwerk von Kanälen muss eisiges Wasser über Wasserräder zum Gipfel bringen. Die Verbrennung wird zentral über 2 Mechanismen im Kern der Schmiede gesteuert. Woher weißt du das? Was weiß ich? Vergiss es. Lüftungsschächte öffnen, Feuer entzünden, Wasserräder drehen, dann was mit Mechanismen. Bleib hier und lass deine Hände nicht entfleuchen. Anstatt einen Topf mit Früchten anzumalen, wie wäre es, wenn ich ein Bild von einem Topf mit Früchten male? Der Typ ist echt ein bisschen strange, aber irgendwie auch lustig. Wir gucken mal, was haben wir denn von ihm bekommen für einen Segen? Bei zeitlich perfekt abgestimmtem Ausweichen wird ein Funke erschaffen. Der Gegner in der Nähe... Zack, nochmal. Zack. Ah. Cool, ausweichen tue ich oft. Also nützlich, Leute. Nützlich. So. Ja, das nenne ich mal, ja. Guck mal, das sind sogar einzelne Quests. Dann lass uns erstmal die Wasserräder machen. Von links nach rechts durcharbeiten. Erstmal die Wasserräder. Wieder Ruf aufs Pony und dann los. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Wir reiten bis zum Sonnenuntergang. Es ist fast wie Schweben, ich liebe das Leben. Hallo Blondie, willkommen im Stream. Aber interessant, ich finde das gar nicht so unnütze. Also ja, es ist unnützes Wissen, wenn Bäume, die anderen Bäume warnen, wenn Giraffen kommen und fressen wollen, aber... Aber wie erkennt denn eine Giraffe, von wo der Wind kommt? So viele ungelöste Fragen. Merken die das am... Wenn zum Beispiel an einem Tag windstill ist, verhungert doch eine Giraffe. Oder nicht? Fragen über Fragen. Giraffen und Akazie. Ja. Naja, aber wenn windstill ist, was machen sie dann? Dann schleichen sie sich langsam ran oder was? Und machen sich ganz klein von unten dann. Alter, wie viele Dings hier sind. Die halten einen feuchten Finger in die Luft. Welche kalt wird, von der Seite kommt der Wind. Als Phönix die uralte Schmiede des Hephaistos erkundete, entdeckte sie ihre wichtigsten Bestandteile. Die Wasserräder. Wasser. Zeus, ich bin im Zukunftsgeschäft. Von Schmieden habe ich keine Ahnung. Als die Blockade
Blockade des ersten Wasserrads beseitigt war, erwachte es schlagartig zum Leben. Das war's jetzt schon? Das ging ja schnell. Das habe ich gar nicht gemacht in dem Gebiet. Erkundet. Ist denn hier unten noch was? Ja. So. Oh, du kannst jetzt da bis rüber, voll gut. Dank der Windströme. Die sind ein bisschen größer. Da oben ist, glaube ich, etwas mehr Wind als am Boden. Vielleicht, aber wenn es windstill ist, trotzdem nicht. Ich möchte, dass mir das jetzt jemand begründet, wie Giraffen, denn bei Windstille, es gibt ja auch windstille Tage, wissen, woher der Wind kommt. Der nicht vorhandene. Die probieren es dann auf gut Glück. Die schleichen sich ran auf Zehenspitzen. Interessantes Thema auf jeden Fall. Für sowas bin ich immer zu haben. Die Tierwelt ist schon komisch. So. Guck mal, das läuft sogar, das Windrad. Nur das da unten nicht. Dann ist es sehr egal, wenn windstill ist. Geht der Warnstoff ja nicht zu den anderen Bäumen. Hast du recht. Das Wasser sprudelte wie ein tosender Strom und Phoenix war der Befreiung der Schmiede aus Typhons Klauen einen Schritt näher. Phoenix ahnte nicht, dass das Schlimmste noch bevorstand. Das Schlimmste noch bevorstand? Okay, dann machen wir jetzt die, genau. Die sind ja schon markiert. Ausdauer. Da hast du eigentlich recht, Devius. Dann kommt der Warnstoff ja nicht an. Hast du recht. Ich stelle mir gerade so eine Giraffe vor, wie sie sich auf Zehenspitzen anschleicht. Ha! Hab ich dich! Na, mit ihrer langen Zunge. An der Ausdauer könnten wir mal nachschrauben. Da brauchen wir Blitze für. Muss ich mehr Risse machen. Scheiße. Kurz mal Ausdauer tanken. Unnützes Wissen Volume 9. Ich mag sowas. Ich mag unnützes Wissen. Immer her damit. Magst du was wirklich? Da oben ist bestimmt auch noch was, oder? Wer weiß, wozu man das nochmal irgendwann braucht. Irgendwann sitzt du bei Ginter ja auch und dann kommt dann. Stimmt es, dass Giraffen von nur der Windseite fressen? Oder entgegen der Windseite oder wie auch immer? Und dann sagst du. Ha! Das weiß ich, Diggi. 1-Million-Euro-Frage. Und du? Bam, das ist es. Hier ist nichts hier oben. Ist ja low. Low, 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 low. Außer ein Feuer. Naja, gut. Dann gehen wir weiter. Komm, Kind, wir gehen. Kein Wissen ist unnütz, das stimmt. Stimmt, wieso heißt das unnützes Wissen? Weil man das nicht alltäglich braucht? Ich brauche auch nicht mehr Ersatz des Pythagoras oder Winkelberechnung. Und hab's trotzdem gelernt, den Scheiß.
Wenn man es so nimmt, ist 90% in der Schule auch sinnlos. 334 Pflaster verbrauchen die knapp 100 Tänzer des New York City Balletts pro Woche. Ja, sowas ist dann schon eher wieder unnütz. Das fällt unter unnütz. Pinguine schubsen ihre Artgenossen ins Wasser, um zu gucken, ob Feinde... Ja, das wusste ich. Das sind richtige Arschlöcher. Genauso wie Delfine. True Story, Leute. Delfine, ich will jetzt nicht euch die süßen Fischchen kaputt machen, aber Delfine vergewaltigen sich gegenseitig. Delfine vergewaltigen sich gegenseitig. Und das ist ein starkes Stück. Jetzt wisst ihr, was Flipper eigentlich für einer war. So. Wenn Koalas gestresst sind, bekommen sie Schluck auf. Oh, das ist aber schon wieder niedlich. Stress mich nicht. Stress mich nicht so. Stress. Ich stelle gerade so Koala vor. Stress mich nicht. Geil, Alter. Gefahr. Ah. Gefahr. Ah. Alter, genau mein Ding, Alter. Genau mein Ding. Ich stehe auf so einen kranken Scheiß. Hallo Wuschelqueen, Grüße. Otter halten sich beim Schlafen an den Pfoten, damit sie aneinander... Was? Damit sie nicht auseinandertreiben. Oh, das ist auch niedlich. Ja. 500 in einem Bundesstaat des USA darf man nur mit geladener Schrotflinte in die Kirche? Dein Ernst? Was ist das denn, Alter? Guten Abend, Herr Pfarrer. Hier ist meine Flinte. Ich bin bewaffnet. Wir können in den Kampf gegen den Teufel ziehen. Gibt auch Katzenkaffee. Bitte was? Keiner dieser Öfen brennt. Hier muss es doch irgendwas geben, womit ich sie anzünden kann. Nie zuvor hatte ein Sterblicher etwas so Großartiges, so Gewaltiges, so Überwältigendes, so spektakulär Gefertigtes, so Langweiliges gesehen. Heiratet doch! Tja, ich würde, wenn ich könnte. Hephaistos Schmiede ist unglaublich. Welcher normale Mensch schläft auf dem Kühlschrank? Was? In den USA gibt es in manchen Bundesstaaten noch die verrücktesten Gesetze. So. Oh, da sind Pilze, die nehmen wir mal mit. Ach, hier muss ich hier Dings machen. Muss ich hier anheizen? Er ist wieder runtergepurzelt. Dann nimm mit. Achso, Ausdauer.
die gerade kaputt gegangen? Gehen die kaputt? Mist, die gehen kaputt. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wie groß ist bitte das Questgebiet? Das ist doch schon wieder eine andere Quest hier, oder? Ja, gerade in der Luft hing, ey. Jetzt wollte er eine Arschbombe machen. So, das ist schon wieder eine neue Schmiede quasi. Ich wollte ja erstmal die da oben machen. Fünf Sachen anfangen hier. Alle sind irgendwie zurzeit krank, verrückt. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir denn da oben die Schmiede ankriegen. Weil das Ding ist, dass die ja alle noch so ein Gitter davor haben. Da kommst du definitiv auch nicht durch. Das muss erst weg. Das muss erst weg, das Gitter. Die Frage ist, ob die alle zusammenhängen, die Schmieden. Zusammenhängen. Warte mal. War nicht auch gerade Glut? Gute Frage, nächste Frage. Hallo Lotus. Moin. Jetzt kann die da nicht hoch, ey. Normal der Jahreszeit. Magen-Darm macht auch gerade seine Runde. Zum Glück bin ich zu Hause und kann mich nirgendwo anstecken. Hab ich gar keinen Bock drauf, echt. Krank kann ich dieses Jahr mal aussetzen. Wobei ich werde auch immer in die Jahreszeit eigentlich krank. Zumindest so Halsschmerzen. So, jetzt ist die Frage, wie wir den Bums hier aufkriegen. Machen wir doch erstmal eine andere Schmiede, aber die werden alle dieses Gitter davor haben, denke ich. Das hat wieder hier irgendwas mit diesem Bums hier zu tun, das steht hier überall. Schwierig. Warum hast du das jetzt nicht eingesammelt? Ich habe da gedrückt. Danke.
Danke, Anke. So. War das doch auch dieses Gitter drin? Muss ja das Gitter aufkriegen, das ist das Problem. Das würde ich ja echt gerne mal wissen. Bei Halsschmerzen kommen dir gleich wieder versaute Sachen in den Kopf. Ach, Chat. Ach, Chat. Was habe ich bei eurer Erziehung nur verkehrt gemacht? Oder muss man da erst Kohle reinlegen? Ich meine, die liegen ja hier auch überall rum. Kann auch sein. Mit brennender Kohle. Ah! So vielleicht? Kommt das hin? Könnte doch funktionieren, oder? Jetzt muss ich die nur noch treffen. Achso, da vorne ist auch noch... Da vorne ist ja auch noch. Die Flamme ist heißer als Helios. So heiß ist er nicht. So heiß ist er nicht. Hey Jungs. Wow, was ist er denn für einer? Ein Brummkreisel. Schießt auch noch Raketen, ey. Die halten ganz schön was aus, die Blechbüchsen, ey. Du.
Guter Junge. Hör auf, da denke ich mal, ich bin ein Hund. Stirb jetzt! Ich antworte darauf jetzt nicht, Freaky. Ich antworte darauf jetzt nicht. Du Hunter! Mensch, wieso sind denn hier so viele? Ich will doch nur die Dings anmachen. Da gibt es auch viel Energie tatsächlich. Hallo Eule, hallo, wie bekommt man die Belohnung von den Drops im Spiel? Wenn ich das wüsste, ich habe sie auch noch nicht gekriegt, ehrlich gesagt. Ich habe sie auch noch nicht gekriegt. Ich kann mir vorstellen, wenn sie wirklich das so machen, wie ich mir das denke, bis 15. gehen die Drops, dass du sie erst nach dem 15. bekommst. Das wäre richtig dumm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Ja, das musste ja sowieso, Sunny. Das, daran liegt's nicht. Boom! Nummer 2. Nummer 2. Wie viel von den blauen habe ich denn jetzt mittlerweile? 6000. Vielleicht sollten wir die dann doch killen. Vielleicht sollten wir die dann doch killen, die großen. So, hier brauche ich ja erstmal jetzt... Warum hat sie die denn jetzt nicht aufgehoben? Und es hat Boom gemacht. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Und es hat Boom gemacht. Fällt er da nicht automatisch runter? Doch, jetzt ist er runtergefallen. Jetzt ist er runtergefallen. Und drei. Eine fehlt noch. Was ist denn mit dir? Wir hampeln hier nicht so rum. Olli, danke fürs Followen. Herzlich willkommen. Aber ich habe den, wie gesagt, auch noch nicht gekriegt. Eure Welt hat meine Perfektion nicht verdient. Doch, ich bin großzügig. Ich schleiche mich mal kurz an, Leute. Oh. Oh. Kurz mal die Kniescheibe zerdeppert. Aber ich brauche halt, man kriegt ja dann immer blaue Kristalle und ich brauche halt 8000. Also eigentlich 16.000, aber... Eigentlich 16.000. Mittlerweile haben wir diese Bot-Dinger. Dann bekommt es vielleicht doch erst am 15. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil wie gesagt, ich hatte die Info von den Entwicklern, dass dieses
Drop sammeln bis 15. aktiviert ist. Kann ich mir vorstellen. Wobei ich es dann dumm finde, weil dann haben die Hälfte der Leute ja das Spiel schon durch, also. So, wir brauchen Kohle. Der da unten hat Kohle in der Hand. Mittlerweile haben wir diese, hey, kauf doch Follow-Bot-Scheiße, tatsächlich im Griff. Vor allem, willst du bekannter werden? Kauf dir Follows, Primes und Viewer. Auf. Dümmste Menschen, die da je einen Cent ausgeben. Von toten Viewern habe ich natürlich richtig was. So. Rollt es jetzt mal da runter? Oder reicht das, wenn das da so liegt? Ach, scheiße. Geil, Chris, geil! Komm, das rollen wir da runter. Scheiße. Achso, ich kann das auch so machen. Okay, machen wir das mal anders. Vielleicht muss ich noch etwas anderes tun. Was muss ich denn nur noch tun? Brennen tut's, Wasser haben wir auch. Willst du Follower? Wenn ja, dann gebe irgendeiner voll seriösen Seite dein Geld und keine Sorge. Ein reicher Onkel aus Timbuktu meldet sich garantiert. Ja. Aber vorher musst du noch 30.000 erstmal anzahlen, damit sie dann die 1 Million überweisen können wegen Bearbeitungsgebühren. Das ist ganz wichtig. Also ich habe das schon mal gemacht. Mir wurde gesagt, nächste Woche sind die Millionen da. Durch Corona verzögert sich das alles ein bisschen. So, was sollen wir denn hier noch machen, Mensch? Da ganz oben oder wo ist das? Irgendwas glitzert hier. Irgendwo glitzert sie ja, Leute. Ah, okay, Devius, danke. Eule, da hast du deine Antwort, falls du noch da bist. Ausdauer. Ja klar, bin noch da. Sehr gut. Devius hat geschrieben. Entdeckt. Blockiert er die Belüftung der Schmiede. Die halten ein bisschen mehr aus, die Dudes. Boah, was? Und gleich nochmal. Die mit ihren Raketenwerfern, Alter. Ja.
Beide betäubt, sehr gut. Schwere Kisten. Ne, da ist eine leichte. Und da oben wird es die schwere geben. Wieso denn zwei Kisten hier drin? Vorher hätte ich doch die ganze Zeit auch hier lang gekonnt. Aber wieso gibt es zwei Kisten? Das beunruhigt mich. Felix legt einen Lüftungsschacht frei. Doch es gab zwei davon. Natürlich gibt es zwei davon. Wir haben ja auch den ganzen Tag nichts zu tun, Mensch. Morgen kommt Cyberpunk. Ah, ne, übermorgen. So, einmal da unten. Das Vieh trifft einen irgendwie immer. Lebt der Gockel immer noch, ey? Er lebt ja tatsächlich immer noch. Hä, wieso ist denn der... Hä? Plötzlich strömte Luft durch das Tor, als würde die Schmiede tief einatmen. Auch das habe ich gerochen. Ich dachte schon, ich wäre das gewesen. Luftschächte frei. Wasser fließt, Öfen brennen, dann ab ins Herz der Schmiede. Da treffen wir gleich Gimli im Herz der Schmiede. Gimli, so ist denn das Herz der Schmiede da hinten? Das ist der Tempel da hinten. Hast du recht, das war der Funke, der Schaden macht. Da hast du recht, Herr Devius, da hast du recht. So, Gimli, ich komme. Bester Zwerg, Leute. Bester Zwerg EU-West. Ja.
Was war das jetzt für ein Sprung? Was hat das mit dem Plan auf sich? Was für ein Plan? Hallo Krippi, moin. Das Schwert hätte ich gern zum Kämpfen. So. Gucken wir doch mal, was die hier von uns wollen. Okay. Der ist komischerweise weg. Hab den gestern angepasst und dann habe ich auf Speichern gedrückt. Und dann war er weg. Ach guck mal, hier kann ich sogar hier. Hoho. Okay, ich kann sie nicht benutzen. So. Sehr gut. Reicht. Das Symbol für Feuer. Das passt zu einer Schmiede. Und das könnte ein Hammer sein. Hephaistos hat den mächtigsten Hammer, den es je gab. Er hat den mächtigsten Hammer und in dem Sinne folgt Wilma Eierkraulen. Das hätte ich mal Timing, Alter. Vielen Dank fürs Followen. Lustiger Name. Wilma Eierkraulen. So. Macht die denn? Ach, wieder richtige Reihenfolge. Bleh. Sind alle wieder aus. Aber das hat doch funktioniert, oder? Da. Und da. Was auch immer ich jetzt gemacht habe. Ich gebe es zu, es war Zufall. Definitiv Zufall. Zu der Statue draußen. Das scheinen doch Hinweise zu sein. Besser geht's nicht. Nee. Wilma, besser geht's auch nicht. So, was soll ich jetzt? Statuen? Ich merke aber, heute bin ich nicht ganz so aufnahmefähig. Wenn er nicht immer stehen würde, was ich machen muss, wäre ich heute richtig lost. Da ist er, der Dude. Mein nächstes Werk wird Schnee sein. Aber eingesperrt. Ich könnte es Schlechtwetterkugel nennen. Oder Schneeblase. Nein. Hephaistos, du bist da. Es war, als würde die Schmiede mich rufen. Ich musste folgen. Wo wir davon sprechen. Ich habe Luftschächte freigelegt, Feuer entzündet, Wasserräder in Gang gesetzt und sogar seltsame Glyphen freigeschaltet, aber nichts ist passiert.
Nun, ich habe mit meinen Händen gesprochen, wie man das so macht, und sie sagen, dass sie der Schlüssel sind. Sie müssen etwas berühren. Endlich was für mich. Zeus. Diese Stätte ist uralt. Du sollst die Schmiede ganz allein erbaut haben. Ich? Aber es ist so dreckig hier. Und die Beleuchtung. Wir wissen nicht, was dann passiert. Meine Güte, Menschlein, wie fleißig du bist. Eine Schande, deine Kraft so ans Mittelmaß zu verschwenden. Hinter dem entstellten Gott liegt eine Jauchetobe und vor ihm das reinigende Feuer der Schmiede. Wende dich ab, lass ihn in den Flammen verbrennen. Dein Potenzial wird von deiner Dummheit übertroffen. Schade, dann muss ich wohl für Gleichgewicht sorgen. Aufs Maul! Oh, Laser. Voll Laser, wie du abgehst. Ist der stark, Leute? Ist der stark? Nochmal Laser? Ach, hör auf jetzt. Ich wollte mich auf den Amboss stellen, aber geht nicht. Die Kette hängt am Boss wie Schmiedwerkzeuge. Ey. So. Mensch, jetzt hör auf jetzt zu stänkern. Torpedos. Torpedo. Torpedo. Wenn ich heute Blende zumache, 18 Uhr. 18 Uhr. Schön. Schön ins Verderben geguckt. Ja, Freaky, so war der Plan, dass ihr alle nochmal Mittagsschlaf machen könnt und dann. Der macht aber auch. Bisschen Aua macht er. Aua, aua, aua. So, ruf da! Weg mit dem! Noch habe ich die Keys nicht, Tina. Noch habe ich die Keys nicht. Nervt mich ein bisschen. Dir geht's gut. Was ist das? Dieser Schmerz in diesen Zeichen? Trauer? Leid? Wahre Kunst.
Du wolltest uns wahrscheinlich eine Nachricht hinterlassen. Ich? Wie eklektisch von mir. Dein vergangenes Ich hinterließ wohl Hinweise, damit du dich erinnerst. Etwas, das Typhon nicht erkennt. Kannst du irgendwas davon lesen? Da fehlt etwas. Hephaistos, du Genie! Ja, da fehlt ein Teil. Wo habe ich das nochmal? Das ist nicht deine Unterschrift, Hephaistos, sondern der Rest des Rätsels. Hammer, Schmiedefeuer, Statue und die Büchse. Weißt du vielleicht, was das hier ist? Natürlich wusste er es nicht. Aber was sie dort vor sich sahen, war die Büchse der Pandora. Fängst du schon wieder damit an? Du hast den Sterblichen das Feuer gebracht. Dafür wurdest du an den Felsen gekettet. Ihre gerechte Strafe war die Büchse. Also zwingst du deinen Sohn Hephaistos, ein Gefäß zu schmieden, das jedes Übel der Welt auf sie loslassen kann? Ist das etwa gerecht? Hephaistos ist dem gern gefolgt. Er wusste, was er tat. Er tat, was ihm befohlen wurde, nachdem du ihn sein Leben lang gequält hattest. Sprich nicht über meinen Sohn! Pandora handelte mit unschuldiger Neugier, als sie die Büchse öffnete. Du mit böser Verachtung. Ich warnte sie und sieh, was geschah. Die Sterblichen zerfleischten und schändeten ihre Welt und einander. Die Warnung war wohl nicht genug. Nun ist es vorbei. Sie sind Stein und die Büchse der Pandora war der Anfang vom Ende. Also, zuerst brauchen wir einen Hammer. Hab ich. Woher hast du... Vergiss es. Ich glaube, dein vergangenes Ich will, dass wir den Hammer mit der Macht des Schmiedefeuers aufladen und dann hier durchbrechen. Das passt zu mir. Lese ich das richtig, ist deine Essenz darunter. Aber da ist noch mehr. Ich habe dir gesagt, was das ist. Eine Büchse? Nein, also ja. Aber außerdem befand sich darin einmal jede vorstellbare Art des Leids. Genug Leid, um die Welt zu füllen. Und du hast gelitten, Hephaistos. Sehr. Aus dem Olymp verbannt. Verstoßen. Allein. Egal, wie großzügig du warst, wie schwer du gearbeitet hast. Jeder Gott lehnte dich ab. Nur weil du anders warst. Diese Büchse ist der letzte Hinweis. Ich glaube, dass Typhon dein Leid gestohlen hat. Und damit auch deine Erinnerung. Um also meine Erinnerungen und mein Talent zurückzubekommen. Musst du den Schmerz fühlen, der weggeschlossen wurde. Mach! Vor allem, wie sie läuft, Leute, wie sie läuft. Wie so ein Pinguin. So, neue Flügel, gucken wir mal. Wie? Sieht auch cool, nehmen wir die mal. Nehmen wir die mal. So. Direkt hier ist die Crest. Die ist oben. Deswegen kann man hier auch hochdüsen. Im Sauseschritt. Scheiße, man muss natürlich auch im Dingsbums bleiben. Noch höher. Noch höher. Mist, hat er mich schon entdeckt. Ach. Ah!
Dem ist halt mies, da kommst du halt nicht weg, wenn du in der Luft bist. Das Rote nehme ich. Alter, Dash, dankeschön. Ich hab mich, glaube ich, für dein Follow gar nicht bedankt. Vielen Dank fürs Followen und jetzt auch noch ein Sub, Diggi. Dankeschön, freut mich. Herzlich willkommen. Mann, wie komme ich denn jetzt da hoch? Dann gehen wir halt zu Fuß. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Freut mich, dass es dir hier gefällt. So, was soll ich jetzt machen hier? Erfülle das Hammer. Trotz der extremen Hitze fuhr Phoenix unbeirrt fort und stieß den Hammer des Hephaistos in das Herz der Flammen. Prometheus, du übertreibst. Kein Mensch könnte jemals diesen Hammer führen. Oder deine Blitze? Und doch, durch das Aufsaugen der Macht der Flammen erwachte der Hammer zum Leben und damit löste Phoenix den zweiten Segen des Hephaistos. Den wiederbelebten Hammer in der Hand musste Phoenix nur noch hinunter zum eingesperrten Leid des Hephaistos springen. Hundertprozentig kommt da jetzt aber ein Boss. Kurz das Mikrofon gemutet gewesen. Wieder einmal. Da unten steht da der Dude. Und runter. Boah, hier ist über Energie. Ist schwer. Vor allem dieses Way! Leute, Way! So. Gucken, was uns für ein Monster erwartet. Scheiße, den ich gar nicht heilen brauche. Naja. Faye, gucke nicht so! Hey, wieso Faye? Phoenix, meine ich. Phoenix verspürte einen Luftzug, der sich kälter als kalt anfühlte. Entschuldige, das ist mein neuer Duft von Boreas, dem Nordwind. Ich weiß, das ist mein Cousin. Ach, und er hat dir nichts abgegeben? Das ist kalt. Die Luft bewegt sich eigenartig. Ob ich sie nutzen könnte, um mich fortzubewegen? Stimmt, wenn wir gegenschießen. Anscheinend kann ich die Windrichtung ändern.
Okay, das ist nice mit dem Wind. Die haben immer lustige Sprüche tatsächlich untereinander. Boah, war das knapp. Mutter, nein! Ich ändere mich! Ich werde der Sohn, den du wolltest! Nein! Dumme Sau. Ich den da reinpacken. Ist er doch erstmal safe, oder? War das jetzt gut oder eher schlecht? Ach, jetzt habe ich einen Feuerball. Guck mal. Lul. Das war genau richtig. Instinktiv, Leute. Instinktiv in Kopf drin. Vom Instinkt her. Wuff! Was zum... So wie du einst das Übel der Welt verpackt und netterweise der Menschheit geschenkt hattest, fing Phoenix nun Hephaistos Übel in der Büchse der Pandora ein. Sein Leid, seine qualvollen Inspirationen. Mein Kind ist Künstler, was soll ich sagen? Aus dieser Flamme erschien die Niedertracht, die Hephaistos quälte. Matze, das war nicht lustig. Bitte? Welche Niedertracht? Hephaistos hatte es leicht. Naja, du hast ihn vom Olymp geworfen. Seine Mutter hat ihn verstoßen. Die Götter ihn verspottet. Er wurde nie zu Dinnerpartys eingeladen. Oder wenn doch, wurde immer kurzfristig abgesagt. Ich war im Stress, Promi. Kann passieren. Promi vor allem. Ich war im Stress, Promi. Okay, wir brauchen eine Murmel. Einmal Murmel holen, bitte. Vergiss dein Ziel. So, und jetzt weht der Winter nicht durch, weil zu und so. Wenn ich hier stehen bleibe? Oh.
war der Türstopper, Leute. Ich war der Türstopper. Soll Typhon siegen, unsere Grausamkeit ungeschehen machen. Das sogar mittig. Okay. Gar nicht so einfach, glaube ich. Wie kriege ich denn das da hinten in die Mitte? Ah. Jetzt wüsste, wie das war. Jetzt kipp doch runter, du blödes Scheißding. Jetzt musst du noch mal gucken. Wir machen das mal noch mal so. Ach, guck mal. Jetzt hat es funktioniert, weil sie wieder zurückgefallen ist. Sehr gut. So. Ich werde im Feuer leben, ohne dass es mich verschlingt. Da musst du aufpassen, dass du nicht zu weit fliegst, ey. Ares! Wieso? Ich habe dir vertraut! Okay. Halt! Halt! Still! Wieso kann ich die denn jetzt nicht nach da rollen? Was ist das denn? So. Hä, ich hätte die doch einfach auch... Ich überlege gerade, wo muss die Murmel denn hin? Ach, da oben. Da oben. Und die muss auch hier drauf bleiben.
Okay, ich verstehe. Ich kann ja nicht zwei von meinen Figuren machen. Achso, warte mal, die da... Wir machen erstmal die Murmel dahin, wo sie sollen. So. Ach so, aber guck mal, die muss doch gar nicht oben lang. Die kann ich doch unten hinlegen. Kann ich doch hier schon direkt hinlegen. Wenn ich Glück habe, rollt sie jetzt. Ja, bei Jedi Fallen Order war auch so ein Kugelding. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Weil... Na komm mal hin. Kurz mal dahin gebasht. Muss ich sagen, finde die Rätsel eigentlich mega cool von dem Spiel. Der Hopes! Brandes! Wie konntet ihr? Ich habe irgendwie Schiss, die da runterfallen zu lassen. Die geht doch kaputt, oder? Die Frage ist auch, wo muss die hin? Nee, geht nicht kaputt.
Achso, die muss hier wieder in dem Dings. Ah, verstehe. Oh, alle Neune! Habt ihr gesehen, wie stylisch ich die gedreht habe, Leute? Ha! Oh, run! Streitsucht. Hephaistos dunkelste Gefühlsregung war nun sicher in der Büchse der Pandora gefangen. Streitsucht! Seine Frau liebte ihn nicht und er musste ins Exil. So schlimm ist das nicht. Ich bin mit Hera verheiratet. Aber Dash, freut mich auf jeden Fall, dass du durchsuchtest. 8 Stunden Videos durchsuchten. Sollen die Feuer erlöschen? So, wo muss ich jetzt hin? Guck mal, man kann da auch da hoch. Irgendwie. Oder auch nicht. Das ist jetzt hier schon an, nee, das fehlt auch noch. Nimm meine Last. Befreie mich. War schon mal ein Checkpoint? Glaube ich, die dritte war, das ist die letzte. Darüber. Ist da oben rüber? Ah, ich stürze, also ich falle nicht. Ich habe kein Bullet Drop. Ich habe kein Phoenix Drop. Oh, knappe Kiste. Bitte, ich will zurück nach Hause. Ich mache alles. Alles. Das hört sich nach einem guten Plan an, Mulle. Das hört sich nach einem guten Plan an. An alle Lurker im Stream. Schreibt doch mal Hallo in den Chat. Lass doch mal was von euch hören. Oh, oh, war der knapp. Okay, der war gut getimed, du. Der war gut getimed, du. Aber Frame Drop? Nein. Hör auf, sowas zu sagen. Wow. Das hätte mich fast erwischt. Ah, jabadabadu. Nee, dann will ich lieber zum Checkpoint zurück. Crystal, gibt's das noch? Spielt das noch jemand? Hab ich damals auch gespielt. Aber irgendwann kannte man dann alle Antworten. Das war dann nicht mehr so cool. Hoch. So. Checkpoint.
Geiles Rätsel. Ich finde es voll, voll nice mit, mit der Windrichtung. Uff. Okay. Dezent an den Gewitterwolken dran vorbei, wie eine Boeing 737. Oder auch nicht. Doch. Sehr gut. Okay. Mal schwirten, dass Schwensch fertig ist. Hey, warte doch! Das ist so lustig, wenn ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. Einfach so eine Falle. Wie tief ist das denn bitte? So, jetzt müssen wir mal wissen, wo der Ofen war. Da rechts, oder? Ah. Rechts rum. Aber cool gemacht mit dem Fliegen und dem Wind und Feuer anmachen, hier eine Kohle anzünden. Also ich bleib dabei, eins der besten Ubisoft-Spiele in der letzten Zeit. Verzweiflung entstieg der hellen Flamme und Phoenix fing sich schnell in der Büchse der Pandora ein. Alle Schmieden sind entflammt. Die Luft dürfte jetzt stark genug sein, um mich hochzutragen. Sieh dir Hephaistos an. Er hätte sich einfach damit abfinden sollen, aber er hielt Hera gefangen und verlangte Aphrodites Hand. Ich wusste, sie würde ihn nie anfassen. Sie wäre sicher und vergeben. Das war perfekt, also stimmte ich zu. An seiner Verzweiflung ist er selber schuld. Sie wog so schwer wie Phoenix Sorgen. Wenn sie Hephaistos, diese dunklen Erinnerungen, zurückbrachte, würde sie ihn dann zu ewigem Leid verdammen? Diese Frage verfolgte ihn auf dem ganzen Weg. Mutter! Vater! Hört bitte auf! Ich benehme mich! Versprochen! Okay. Aber welches denn? Die sind doch alle gesperrt. Ach, da unten. Fertig? Ich habe gedacht, ich habe weniger Zeit. Ich habe mir voll viel Zeit gelassen, wenn man es genau nimmt. Genullnau Uhr. So. Bitte, Aphrodite, rede mit mir.
Gegner. Na, wer bist du denn? Der Erzürnte. Können wir nicht darüber reden? Wir können über alles reden. Das ist mal ein Nackenschlag. Große hier. Alter, macht der Schaden. Keine Tränke dabei. Ist ja in Ordnung, Mann. Mal weg jetzt. Putz. Das hat aber jetzt wenig Schaden gemacht. Das hat jetzt aber wenig Schaden gemacht. Der hat auf jeden Fall Fußpilz. Jedes Mal, wenn er auftritt, dann kommt da so eine Ekelwolke. First try, baby. First try. Den Polyphon haben wir weggemacht. Polyphon. Das Polyphon. Es ist plötzlich so kalt. Ich fühle mich fast traurig. Oh, nicht traurig sein. Sieht aus wie Holzfiguren. Die Holzfiguren geschnitzt. Yeah, baby. Rachsucht brodelte, wie man es von der Wut kennt, die mit dir kommt. Jede Missetat, die du ihm aufgebürdet hast, entfachte einen Zorn in Hephaistos, den er in etwas Gutes kanalisierte. Seine Kreationen. Dem Jungen stand ein hartes Leben bevor. Ich wollte ihn nur stark machen. Ich wusste nicht, wie sehr ich ihn verletzte. Niedertracht, Streitsucht, Verzweiflung und Rachsucht verschmolzen und wurden zu Hephaistos wiedervereinter Essenz. Hallo White Rabbit, willkommen im Stream. Essenz. Hephaistos? Phoenix hoffte, dass Hephaistos in der Halle der Götter war. Ich hoffe aber, dass wir hier die Energie noch mitnehmen. Da muss ich mir auf jeden Fall neue Tränke machen. Ach guck mal, sind die nachgespawnt? Die sind nachgespawnt. Eigentlich sollte ich die töten. Scheiße. Brauch doch die blauen Kristalle.
Er schießt ja gerade sich selber ab. Was ist mit ihm los? Wie viel geben die denn? Hat er mir jetzt 158 Stück gegeben? Okay, das wäre nice. Doppelt gekokelt. Alter, das ist aber gut. Ich wollte gerade sagen, müsste doch eigentlich dem anderen auch Schaden machen. Halt gut blaue Diamanten, wa? Gut blaue Diamanten. So, was habe ich denn bekommen hier eigentlich? Als zweites. Bei zeitlich perfekt abgestimmt Parade wird eine Schockwelle erschaffen. Okay. Paraden mache ich ja so gut wie gar nicht. So gut wie gar nicht. So, zack. Schnellreiser. Hast du geguckt, was der zweite Segen von macht? Oder guckst du am Ende nach, wenn alle drei hast? Ich gucke eigentlich immer erst, wenn ich alle drei habe, weil... Oder halt mal zwischendrin. Ich habe aber nicht gesehen, dass ich den zweiten schon hatte. So. Wo ist er? Kleiner Automatenmann. Ja, riesige Frau. Ich finde, wenn das alles vorbei ist, solltest du der Goldinsel zu ihrem alten Glanz zurückverhelfen. Aber mit mehr Bildern. Eine Liebhaberin meiner Kunst. Langsam geht es wirklich bergauf. Billige, hässliche Kunst. Überall auf dieser einst schönen Insel. Ich nenne dieses Projekt Weg mit meinem Ehemann. Oder kurz WMME. Hier bist du. Als ich aus dem Gewölbe kam, dachte ich schon, es wäre was passiert. Es ist immer etwas passiert. Etwas Schlimmes. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe vielleicht geholfen. Du hast meinen Flügelhelm und die Sandalen gefertigt. Ich habe dich gerettet und hergebracht. Damit sind wir wohl quitt. Er glaubt, wir kennen uns. Spiel einfach mit. Ja, deine Sandalen. Wie schön, dass du sie magst. War ein Versuch. Hast du seine Essenz gefunden? Sicher, dass du bereit dafür bist? Es ist nie etwas Schlimmes passiert. Warum sollte es jetzt anders sein? Vater des Erfindens, leihe mir dein Schwert. Dein Speer, deinen Pfeil. Vertreibe das Dunkel. Leuchte uns den Weg. Willkommen zurück, alter Freund. Alles klar, Großer? Ich erinnere mich an alles. Das braucht Zeit.
Ich wollte dich noch was fragen. Wie konntest du eigentlich ohne Erinnerung Hinweise zu Typhons Gewölbe hinterlassen? Nicht sein Gewölbe. Meins. Ich habe so gelitten. Ich war so müde. Bevor Typhon kam, habe ich meine innere Zerrissenheit oft mit Hilfe von Pandoras Büchse in das Gewölbe gesperrt. Ich hatte ein System. Mit den Hinweisen fand ich meinen Weg zurück. Ich war wehrlos, als mich Typhon fand. Dieses Monster hat mich in einen Automaten verwandelt. Und ich fand es gut. Weil Automaten nichts fühlen. Aber mit Hilfe deiner Hinweise hättest du deine Essenz selbst zurückholen können. Seropis und Bontes, meine Gehilfen, hintergingen mich. Sie stahlen und verbrannten den ersten Hinweis, durch den ich die Feuer der Schmiede entzündet hätte. Nein, nichts ist so bitter wie die Ironie. So sorgten sie dafür, dass ich in meinem Gefängnis blieb. Ich kenne diesen Namen. Das sind legendäre Kyklopen. Wenn ich sie finde, werden sie für ihre Taten bezahlen. Gut. Sie haben eine Rüstung gestohlen, an der ich gearbeitet habe. Sie gehört dir. Und ich schulde dir auch noch etwas. Das wirst du brauchen für das, was wir als nächstes vorhaben. Wir müssen etwas stehlen. Oh ja! Um die Hoffnung vor der Unbeholfenheit und dem Schmerz der Sterblichen zu schützen, verbarg Zeus sie bei meiner Schmiede. Dort, hinter einer verschlossenen Tür, wartet sie. Wir müssen sie befreien. Wenn es um einen Raub geht, bin ich dabei. Der Schlüssel ist in einem Schrein im Nordosten der Schmiedelande. Lass mich raten, unter der Fußmatte? Ein wirklich gutes Versteck. Aber selbst wenn wir den Schlüssel und die geheime Kammer nahe der Schmiede finden, wie befreien wir die Hoffnung? Gemeinsam. Die Büchse ist bereit für ihre Aufgabe. Möge dich das Licht von 1000 Schmieden leiten. Schmieden wir einen Plan, um Typhon anzugreifen. Sag uns, wenn du mit den Attacken aus dem Schatten fertig bist. Den Attacken aus dem Schatten, Leute. Die Attacken aus dem Schatten. Dunkle Künste. Nice, was haben wir denn noch von ihm bekommen jetzt für einen Segen? Abschlüsse werden um einen zusätzlichen Treffer erweitert, der 10% Schaden verursacht, erhöht der Reichweite hat. Okay. Also einfach nur ein Kombo-Angriff mehr. Naja, dann. So, Leute, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut mit der YouTube-Folge und sehen uns dann zur nächsten. Bis dahin, macht's gut. Däumchen. Ciao.